Tag zusammen. In dieser Rechenübung soll es um zwei Identitäten gehen, die in der Vektoranalysis gelten. Und zwar ist Folgendes zu zeigen. Einmal ist zu zeigen, dass die Rotation eines Vektorfeldes divergenzfrei ist. Also zu zeigen ist, dass die Rotation eines Vektorfeldes f, das jetzt wieder von x, y und z abhängt, dass das divergenzfrei ist. Divergenzfrei ist. Und die zweite Identität ist, man soll zeigen, dass der Gradient eines skalaren Feldes, also der Gradient eines Skalarfeldes, Phi von x, y und z, dass dieser Gradient rotationsfrei ist. So, also diese beiden Identitäten, die eine wichtige Rolle in der mathematischen Physik spielen, sind nun zu zeigen. Also, jetzt wieder das Video einmal pausieren, selber mal versuchen, diese Beschreibung zu übersetzen und dann diese beiden Identitäten zu zeigen, bevor ich das hier dann gleich einmal vorrechne. So, übersetzen wir nun mal die Aussage in A. Also, wir haben ein Vektorfeld f gegeben, das von x, y und z abhängt. Und wir sollen nun zeigen, dass die Rotation dieses Vektorfeldes, dass davon die Divergenz gleich 0 ist. Das ist ja die Aussage. Das heißt, wenn wir das jetzt übersetzen, haben wir also die Rotation, das ist also Naplakreuz f von x, y und z für ein beliebiges Vektorfeld. Und darauf wenden wir dann die Divergenz an, also haben dann das Skalarprodukt. Und das ist die Behauptung, das ist 0. Na gut, dann gucken wir uns das an, ob das stimmt. Berechnen also diese oder wir setzen jetzt diese Rechenvorschrift, nehmen uns unseren Nabla-Operator, haben also hier dx, dy, dz, den wir dann multiplizieren mit dem Vektorprodukt, haben wir wieder dx, dy, dz, Kreuz und dann haben wir die Komponenten, ich schreibe die Komponenten so, das ist also die x-Komponente des Vektorfeldes, die y-Komponente und die z-Komponente, die jeweils natürlich von x, y und z abhängen können. Das schränken wir an dieser Stelle natürlich nicht ein. Das heißt, das ist unser f und unsere Rechenvorschrift sieht also so aus. Das heißt, wir müssen das jetzt berechnen. Das heißt, wir führen erst die eckige Klammer aus, lassen die Divergenz vorne noch stehen. Na gut, also das heißt, wir haben jetzt hier die Rechenoperation auszuführen, das ist also das Kreuzprodukt oder Vektorprodukt. Das heißt also, was passiert dann hier? Wir stehen dann dy, also die partielle Ableitung nach y, der z-Komponente minus die partielle Ableitung der z-Komponente nach der y-Komponente. Dann haben wir im zweiten Fall stehen dz fx, also die partielle Ableitung nach z der x-Komponente unseres Vektorfeldes minus dx fz. Und in der z-Komponente unseres Kreuzproduktes haben wir dann stehen dx der y-Komponente minus partielle Ableitung nach y der x-Komponente. So, und das müssen wir jetzt nochmal anwenden. Das heißt also, wir führen jetzt die skalare Multiplikation aus dieser beiden Vektoren. Das heißt, das Ergebnis ist ein Skalar. Ja gut, schreiben wir das auf. Das ist also dann dx, dy, fz minus dz,
fy plus, Parzellabteilung noch y, dz fx minus dx fz plus, und dann die Parzellabteilung noch z, dx fy minus dy fx. Auch das können wir jetzt noch auseinander dividieren. Was wir jetzt noch machen, ist, wir sortieren jetzt die partiellen Ableitungen um, immer in der Reihenfolge x, y, z, damit es etwas besser lesbar ist. Wir gehen also davon aus, dass die partiellen Ableitungen natürlich vertauschbar sind. Das heißt also, was bekommen wir hier? Wir haben also hier stehen dx, dy, fz minus dx, dz, fy plus dy, dz, fx minus dx, dy, fz plus dz, das drehen wir um, das lassen wir hier, dx, dz, fy minus dy, dz, fx. Ja, und jetzt sehen wir, dass sich dieser Teil hier, also die partielle Ableitung der z-Komponente unseres Vektorfeldes, erst nach y, dann nach x abgeleitet. Das taucht auch hier mit einem Minuszeichen auf, das hebt sich auf. Wir haben diese Komponente hier, die taucht hier auch nochmal mit dem umgekehrten Vorzeichen auf. Und wir haben das entsprechende auch nochmal hier, also die y, dz, fx mit dem negativen Vorzeichen. Das heißt, das ist tatsächlich 0. Also haben wir die Behauptung gezeigt, dass die Rotation eines Vektorfeldes immer divergenzfrei ist. Im zweiten Schritt wollen wir nun zeigen, dass der Gradient eines Skalarfeldes rotationsfrei ist. Also da gehen wir entsprechend vor. Das heißt, wir übersetzen zunächst einmal die Aussage, die dort steht. Also wir haben den Gradienten eines Skalarfeldes, Gradient Phi. Und davon bilden wir die Rotation. Das ist also übersetzt, wir haben also den Nabla angewendet auf unser Skalarfeld, x, y und z abhängig. Und dieser Vektor, der dort entsteht, da berechnen wir die Rotation. Und die Behauptung ist auch hier, dass das verschwindet, also gleich 0 ist. Na gut, dann übersetzen wir das mal, also tragen wieder unseren Nabla-Operator ein Kreuz, und dann haben wir hier dx, dy, dz mal unsere skalare Funktion. Ja gut, das können wir direkt so schreiben. Das ist also dx, dy, dz, jeweils die partiellen Ableitungen, Kreuz, und dann haben wir hier die partielle Ableitung nach x unserer skalaren Funktion. Entsprechend die y und die z Ableitung. Und da müssen wir jetzt das Kreuzprodukt bilden aus diesen beiden Vektoren. Na gut, das machen wir. Das ist also dann in der x-Komponente ist das dy dz phi minus dz dy phi. Dann haben wir in der y-Komponente stehen dz dx phi minus dx dz phi. Und in der z-Komponente haben wir dann stehen Parzellableitung nach x, Parzellableitung nach y unserer skalaren Funktion minus dy dx phi. Und auch hier können wir wieder die partiellen Ableitungen vertauschen. Das heißt also, was entsteht? Am Ende entsteht der x-Komponente 0, y-Komponente 0, z-Komponente eine 0. Wir haben also den Nullvektor. Und damit haben wir diese Aussage bewiesen, dass der Gradient eines skalaren Feldes immer rotationsfrei ist.